Liebe Freunde, die Irren haben das Kommando über unser Land übernommen und die Kommandobrücke ist in Brüssel. Mein Name ist Christina Andersson und ich werde Sie nicht mit der Aufzählung meiner parlamentarischen Initiativen langweilen. Erfolgreich parlamentarisch arbeitet, wer mit seinen Botschaften die Bürger erreicht. Das ist mir millionenfach gelungen, immer wieder und auch kontinuierlich. Kommen wir direkt zum Punkt. Liebe Parteifreunde, unsere freiheitliche, demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft besteht aus freien, mündigen Bürgern mit unveräußerlichen Grundrechten, soll in ein unter totalitärer Herrschaft stehendes Kollektiv überführt werden, in dem der Einzelne lediglich noch Teil einer willenlosen, formbaren, völlig verarmten, entrechteten, entmündigten und entsolidarisierten Masse ist, über die globalitären Misanthropen nach freiem Belieben verfügen können. Schluss damit! Die Angriffe auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auf unsere nationale, kulturelle, gar sexuelle Identität, die bestialische Körper- und Genitalverstümmelung unserer Kinder, der Raub und die Destabilisierung unserer Heimat durch den millionenfachen Import von purem Gold, werden inzwischen auf allen Ebenen aller Regierungs- und Nichtregierungsinstitutionen vorangetrieben. Liebe Freunde, die EU-Institutionen zertrümmern demokratische Prinzipien, so wie es Abrissbirnen mit Stahl- und Betongebäuden tun. Um nur ein einziges Beispiel zu nennen. Über den Ministerrat wird die Gewaltenteilung ad acta gelegt. Die gibt es nicht mehr. Schlimmer noch, mit der Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips legt man die Axt an Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz die Volksherrschaft an. Das deutsche Volk, liebe Freunde, der Souverän dieses Landes wird de facto beseitigt. Wo ist eigentlich der Verfassungsschutz, wenn man ihn dann wirklich mal braucht, verdammt nochmal? Während die EU aber jetzt nur für die Entrechtung der europäischen Völker zuständig ist, schreitet man auf globaler Ebene zur Entrechtung aller Völker dieser Erde. Bislang musste man das den Nationalstaaten überlassen, die öffentliche Gesundheit durch massive Grundrechtseinschränkungen, Diskriminierung, Schikane und Ausgrenzung der Bürger sicherzustellen. In Zukunft will, nein, muss man das dem wesentlich einfacher zu steuernden Gremium der WHO überlassen. Diese korrupte, von Multimilliardären gesteuerte und kontrollierte Gremium bietet zudem den Vorteil, dem Bürger gegenüber in keinster Weise politisch verantwortlich zu sein. Deshalb kann und wird die WHO gänzlich unbeeindruckt von der Bestrafung an der Wahlurne mit noch sehr viel totalitäreren Maßnahmen die öffentliche Gesundheit zu schützen wissen. Verlassen Sie sich darauf. Die WHO macht das digitale Kommunizierungszertifikat, den Covid-Pass, nun zu einem globalen Grundrechte-Bezugsschein. Damit ist der erste Schritt in die Hölle des chinesischen Sozialkreditsystems und
in den digitalen Kontroll- und Überwachungstotalitarismus vollzogen. Und der weitere Ausbau sieht Folgendes vor. Es läuft auf vollen Touren. Klimawahn samt Klima, Lockdown, digitale Währung, digitale Identität. All das wird in einem atemberaubenden Tempo gerade umgesetzt. Und manchen geht das nicht mal schnell genug. Das EU-Parlament hat in der letzten Plenarwoche die erwähnte Beseitigung der Volksherrschaft mit großer Mehrheit zugestimmt und nicht mehr durch mühsame Vertragsänderungen, sondern durch die sogenannte Passerelle-Klausel einer Überbrückungsklausel. Und das, liebe Freunde, ist genau das, was CDU, FDP, SPD und alle anderen sowieso meinen, wenn sie mit leuchtenden Augen davon schwärmen, jetzt die EU reformieren zu wollen. Deren Reformen zielen nicht auf die Beseitigung demokratischer Defizite. Nein, diese Strukturen sollen zementiert und ausgebaut werden, um den Bürger gänzlich aus der Demokratie zu eliminieren. Und allen Traumtänzern, die immer noch glauben, die EU könne man reformieren, will ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen, dieser Laden ist nicht reformierbar. Genau so und nicht anders war das gewollt. Dieser Laden ist ein einziges Irrenhaus. Lasst uns um Gottes Willen diese kostspielige Party des links-grünen ideologischen Schwachsinns ein für alle Mal beenden. Exit jetzt, gleich und sofort. Fertig. Vielen Dank. Oder einer anderen Plastikkarte im Checkkartenformat. Ist noch jemand unterwegs, der eine Frage anmelden möchte? Das sieht nicht so aus. Dann darf ich bitten, die Box rüberzubringen. Es gibt keine Fragen an die Kandidatin. Dann ist Frau Andersson mit Dank entlassen.